Hallihallo, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es ein Nudelgericht, nochmal nach langer Zeit. Und dazu ist es auch noch ein veganes Rezept. Das haben sich einige von euch auf Instagram nochmal gewünscht, dass ich nochmal ein veganes Rezept kochen soll. Und ja, voilà, hier ist es. Und zwar gibt es Dinkelnudeln mit einer Spinat-Champignon-Rahmsoße. So sieht das Gericht aus. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schnelles Rezept, wie so die meisten meiner Rezepte. Und ihr benötigt auch wenige Zutaten. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das Rezept funktioniert und was ihr alles dafür braucht, dann bleibt doch einfach dran. Viel Spaß! Das sind alle Zutaten im Überblick. Fangen wir hier vorne mal an. Ihr braucht 400 Gramm frische Champignons, 3 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, 500 Gramm Dinkel-Vollkornnudeln. Ihr könnt natürlich auch jede andere Art von Nudeln benutzen, aber das sind jetzt Dinkel-Vollkornnudeln. 400 Gramm Spinat. Ich hatte jetzt keinen frischen Spinat da, deshalb gibt es tiefgefrorenen Spinat, aber das ist natürlich auch ganz egal, frisch oder tiefgefroren. Dann eine Handvoll Mandeln, einen Esslöffel Olivenöl. An Gewürzen benötigt ihr einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel frisch gemahlenes Muskatnuss. Dann 4 Esslöffel Mandelmus und 400 Milliliter Mandelmilch. So, für den ersten Schritt werden die Zwiebeln geschält und klein gehackt. Schält ihr noch den Knoblauch und der wird dann auch klein gehackt. Und dann könnt ihr das erstmal zur Seite stellen. Als nächstes kommen die Champignons dran. Da schneidet ihr unten den Strunk ab und dann werden Scheiben geschnitten. Champignons auch zur Seite stellen. So, als letzten Schritt der Vorbereitung nehmt ihr euch die Mandeln und hackt sie grob klein. So, und die könnt ihr dann noch bis zum Schluss einmal zur Seite stellen. Als nächstes kommt die Soße dran. Dafür braucht ihr die Mandelmilch, das Mandelmus und die Gewürze. Dafür nehmt ihr einfach alle Gewürze. Sowie das Mandelmus. Gebt das alles zu der Mandelmilch hinzu. Und verrührt das Ganze ganz gut miteinander. Dann könnt ihr die Soße auch erstmal zur Seite stellen. So, nachdem jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, geht es jetzt ran an die Pfanne. Dafür nehmt ihr euch so einen großen Wok oder eine große Pfanne, gebt das Olivenöl hinzu und lasst es erhitzen. Sobald das Olivenöl erhitzt ist, kommen die Zwiebeln hinein. Und dann werden die einmal angedünnt. Dann kommen alle Champignons dazu. Werden auch richtig gut angebraten. Wenn die Champignons dann gut angedünstet sind, kommt der Spinat noch dazu. Wenn der Spinat dann mit den Champignons gut angebraten wurde, wird das Ganze mit der vorbereiteten Soße einmal abgelöscht. Dann lasst ihr das Ganze noch einmal kurz aufkochen und dann sind wir auch schon fast fertig. So, die Soße ist einmal kurz aufgekocht, dann könnt ihr den Herd ausstellen und dann kommen die Nudeln hinzu.
dann wird alles nochmal richtig gut miteinander vermengt, damit die Nudeln auch die Soße ganz gut annehmen. Und dann kann auch schon angerichtet werden. Voilà, und so sieht das fertige Gericht aus. Zu guter Letzt nehmt ihr euch noch die gehackten Mandeln und streut sie über jedes Gericht oder über jeden Teller noch einmal drüber. So, fertig ist das Gericht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt eine neue Inspiration für ein neues, tolles und sehr leckeres Gericht bekommen. Ja, probiert es doch sehr, sehr gerne aus und gebt mir Feedback. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!